Ja, herzlich willkommen. Heute wieder eine Videoantwort und zwar zum Thema Gilden finden. Es gibt in ESO, ein bisschen versteckt, die Gildensuche. Und zwar findet ihr die, wenn ihr unter G geht, also G wie Gilde, dann findet ihr hier oben in der Auswahl eure ganzen Gilden, wenn ihr schon in welchen seid, ansonsten Gildensuche. Und hier in der Gildensuche könnt ihr zum Beispiel, was ich immer empfehlen würde, Händler angestellt. Würde ich auf jeden Fall immer anhaken, weil ihr doch ein paar Handelsgilden braucht, die einen Gildenhändler haben, um euer Zeug zu verkaufen. Dann könnt ihr euch hier den Spielstil raussuchen, was euch passt. Also zum Beispiel Hardcore. Mal gucken, was passiert denn da eigentlich. Und Gruppen-PvE. Gibt es da überhaupt was? Oh, gibt. Aber ich mache meistens locker, normal, Hardcore nicht so sehr. Dann könnt ihr euch hier die Aktivitäten raussuchen, was die Gilden so machen. Und dann könnt ihr euch die ganzen Beschreibungen hier angucken. Und da seht ihr ja schon, gerade wenn ihr zum Beispiel deutsche Gilden sucht, findet ihr hier Gilden und könnt euch in der Beschreibung dann mal angucken. Ja, steht hier halt drin, was die so machen. Blablabla. Meistens steht auch da drin, was es kostet. Wenn die einen Gildenhändler haben, kosten die meistens Geld. Würde ich euch auch empfehlen, bezahlt das bisschen, die 5000 Gold oder 1000 Gold, die die wöchentlich von euch haben wollen, die sind es wirklich wert. Die Gildenhändler, die sind unheimlich teuer, die müssen jede Woche neu ersteigert werden. Das Geld muss die Gilde erstmal verdienen und deswegen so eine Spende. Ich meine, mit dem Level 50 die Handwerksdailies machen, einen Tag habt ihr 4000 Gold, da habt ihr schon die Spende an die Handelsgilde rein, also das ist eigentlich kein Problem. Genau, und dann könnt ihr euch hier die Gilden raussuchen. Wo ich immer drauf gucken würde, ist aktive Mitglieder. Das sollte Richtung 500 gehen, je mehr, desto besser. Ihr seht dann in der Gilde, wie viel dann wirklich online sind, könnt die Gilde ja auch wieder verlassen. Aber je mehr aktive Mitglieder, desto mehr Leute habt ihr auch, die euch helfen können, die ihr für Gruppen findet, wenn ihr irgendwo in Verliese wollt oder sowas. Das passt einfach. Ne? Und dann seht ihr hier zum Beispiel Ferengi-Allianz. Seht, das ist auch eine deutsche Gilde. Wenn ihr da also hier gerade im Englischen nie so ganz gut seid, dann könnt ihr euch hier auch anhand der Beschreibung deutsche Gilden raussuchen. Ja, das wäre die erste Möglichkeit, Gildensuche. Ansonsten in den Hauptstädten könnt ihr auch im Gebietschat einfach mal schreiben, dass er eine Gilde sucht. Looking for Guild. Oder halt im Deutschen suche Gilde, bla bla bla, könnt ihr euch was ausdenken. Genau. Und die nächste Möglichkeit verlinke ich euch dann. Es gibt eine deutsche ESO-Gruppe auf Facebook. Da könnt ihr auch Fragen stellen und sonst irgendwas. Ich bin da auch ab und zu, wenn ihr da Fragen an mich habt. Auf jeden Fall, dort gibt es auch immer wieder Gildensuchen, könnt ihr da einstellen. Oder halt Gildenvorstellungen und da findet ihr auch eine Gilde, die zu euch passt. Dann halt im deutschsprachigen Bereich. Gut, das reicht eigentlich schon. Dann, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, teilt, liked die Videos, kommentiert schön und dann bis zum nächsten Male. Ciao, ciao!